Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Sims Kingdom mit eurer Frankie hier. Wir waren letztes Mal auf dieser Insel stehen geblieben und wir haben diese royalen Klamotten an, die so hübsch aussehen. Was wollten wir denn letztes Mal machen? Ich glaube, letztes Mal hatten wir mit dem hier geredet. Ich guck mal ganz kurz. Ach hier, Zack möchte, dass du die Bühne und den Tanzbereich dekorierst. Okay, also müssen wir hier einfach nur Dekor oder dekorieren. So, wie machen wir das dann am besten? Oh, ich muss da ein bisschen weiter weg sitzen, glaube ich. Genau. Viereckige Imbisstheke. Ach so, das sind hier so die verschiedenen Sachen, ne? Okay, das haben wir nicht so toll gemacht, glaube ich. Aber das macht nichts. So. Das kommt hier hin. Zählt das überhaupt? Guck mal, ich weiß gar nicht, ob das... Nee, das zählt nicht. Guck, da brauchen wir schon sowas hier. Ach, genau, sowas. Okay. Na, das vielleicht nicht gerade, aber hier so Blümchen oder so, ne? Das würde schon ganz okay sein. Ach, vielleicht... Ja, okay, vielleicht so hin. Ach, das passt dann. Okay. Vielleicht so Zelte? Damit es so aussieht wie so bei einem Rockkonzert. Das sind ja auch immer so Zelte. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht total cool aus. Das müssen wir vielleicht so ein bisschen weg, so ein bisschen weiter weg tun. Wie viel brauchen wir denn da eigentlich? Ach, da brauchen wir 25 von. Gucken wir mal, was hier ganz viel von solchen grünen Sachen sind. Also ist das ja, glaube ich, nicht, ne? Okay, ja, gut, dann nehmen wir noch mehr von diesen Zelten. Ich finde, das ist eine gute Idee. Diese Zelte. Ach, und vielleicht so ein Picknicktisch. Guck mal. Das passt doch garantiert hier daneben. Und dann hier nochmal so Zelte. Huch, da bin ich sogar selbst schon im Weg hier von den Zelten. Oder, guck mal, vielleicht nicht. Vielleicht dann einfach so. Damit wir hier noch mehr Picknick haben. Huch, ich bin so wackelig heute. Tut mir schrecklich leid. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, wir haben jetzt 6 davon. Wir brauchen noch Herz so ein bisschen. Wir brauchen natürlich noch mehr Grünzeug, aber Herz brauchen wir ebenfalls. Guck mal, das passt doch. Das passt wirklich. Das passt jetzt also wirklich. Das können wir so hier hin. So. Und dann noch eins hier hin. So. Und dann bräuchten wir noch ein bisschen mehr Herz. Vielleicht sowas hier. So. Ein ganz kleines bisschen mehr Herz. Vielleicht hierhin. So. Und hübsche Blume. Okay. So. Und jetzt nur noch eins, ne? Nur noch eins. So. Okay, dann brauchen wir jetzt noch 25 hiervon. Da weiß ich gar nicht, was wir machen können hier. Vielleicht so eine Laube oder so. Weiß ich gar nicht, was wir da machen könnten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir das ja hier hinstellen. Guck mal. Nee, das funktioniert nicht so gut. Ja, okay, vielleicht so. Vielleicht hier hin so. Okay, das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, dann noch hier eine Laube rüber. Und dann brauchen wir nur noch eins. Und was wir da am besten nehmen, ist natürlich die andere Frage jetzt. So, wie wäre es denn mit so einem Klee? Guck mal, das wollte ich gar nicht dahin stellen. Das wollte ich da hinstellen. So, jetzt sind wir fertig. Wow, die Tanzfläche sieht echt abgefahren aus. Vielen Dank für deine Hilfe, Kuroki. Jo, kein Problem, ne? Kein Problem. Okay, braucht noch wer unsere Hilfe? Ach ja, hier drüben, guck mal. Hallo. Voll krass, ihr seid tatsächlich gekommen, um mir zu helfen. Oh, hallo Leute, ihr rettet mir echt das Leben. Voll krass, ich habe diese ewig lange Liste mit Forderungen aus Candys Vertrag. Sie will all diese Sachen haben, sonst geht sie gar nicht erst auf die Bühne. Wow, ist sowas denn möglich? Hey Lindsay, du musst mir ganz viele Süßigkeiten geben, sonst gehe ich. Du kannst gehen, wann immer du willst, Buddy. Gehen? Ich? Nie im Leben. Ich werde Kuroki bis zum bitteren Ende beistehen. Na, dann ist es ja gut. Wow, was für ein Drama. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie mir diese
Rollending hier gegeben. Vielleicht hilft es dir, das Haus zu bauen. Joa, das werden wir mal gucken. Oh, wir brauchen hier 8 Ball. Oh, guck mal, hier hat's die Birnen. Das habe ich gerade erst gesehen. Für die Schriftrolle von Saphire brauchst du, wie hätte es anders sein können, Saphir-Essenzen. Sie sind in der Erde verborgen. Okay. Also auf jeden Fall haben wir schon mal einen guten Tipp gekriegt. Hier hat's total viele Birnen. Wow. Wisst ihr noch, wir haben Birnen gebraucht und wir wussten nicht, wo die Birnen sind. Aber jetzt haben wir die Birnen und Musiknoten gefunden. Musiknoten brauchen wir, glaube ich, nicht so sehr, aber die Birnen schon. Oh, guck mal, hinten ist eine Kiste. Da gehe ich doch gleich mal hin. Och, guck, da müssen wir, glaube ich, hier rum. Oh, da hat es nochmal eine Kiste. Guck mal, da hat es 2 Kisten. Oh, da waren Saphire mit dabei. 5 Saphire, wir brauchen 10. Oh, Schokolade. Ui, die muss aber ganz schön alt sein, wenn die da drin war. Igitti geht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Man kann hier auch fischen gehen, sehe ich gerade. Und hier hat es noch viel mehr Birnen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, die Kuroki mag eigentlich Birnen. Mögt ihr Birnen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Birnen mögt. Okay, also ich glaube, wir haben schon genug Musiknoten. Wir gießen das einfach mal und dann farmen wir heute so wieder so ein bisschen. Ich glaube, wir haben ja da mehrere Sachen, wo wir die Birnen brauchen, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, Saphir. Okay, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier. Wo war denn das? War das hier? Nee, das ist der Inventar. Ach, hier war das. Okay, wir brauchen 20. Wo kriegen wir das denn her? 8 Ball. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Komisch. Petar sagt, erneuerbare Energie ist ein Kinderspiel. Oh, okay, da brauchen wir organisch. Ach, hierzu brauchen wir noch 30. Ein paar Äpfel ebenfalls. Aber das können wir alles hier anpflanzen und farmen, damit wir diese Schriftrolle auf jeden Fall hinter uns haben. So, ich dachte, ich mache das einfach so, damit wir mal faules Holz farmen können, ebenfalls. Dann wird das heute einfach eine farmende Folge. So, in Boden stampfen. Okay, dann machen wir hier einen kleinen Apfel rein. So, plups. Und dann gießen wir den Apfel. Und hier gießen wir natürlich die Birnen. Damit da noch ganz viele Birnen rauskommen. Und hier nochmal den Apfel. Und hier nochmal die Birnen. Also hier geht das ja alles so, so viel schneller als bei Kuroki und MySims, da war das nicht so schnell. Da musste man ewig warten. Aber es war trotzdem ein super, super schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir Glück haben, fliegt das eventuell runter. Bin ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. So, jetzt schütteln wir einfach mal ganz kräftig an diesem Baum. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall gucken, ob wir 30, also wir brauchen 30 Birnen und dann nochmal 20, also zusammen macht es dann, oh, da ist, guck mal, da ist ein Schatz, also zusammen macht es dann 50 Birnen. Du hast ein paar Outfits gefunden, sieh sie dir in moderne Kleidung auf deinem Boot an. Oh, dann können wir ja das mal machen, während wir warten. Ich glaube, das Boot ist ja gleich da drüben, also so weit weg ist es ja nicht, ne? Also gucken wir mal, Outfit ändern, moderne Kleidung. Vielleicht finden wir da was, was wir gebrauchen können. Oder was wir hier anhaben können. Oh, das ist hübsch. Oh, das ist auch hübsch. Das ebenfalls. Ich glaube aber, dass das hier so ein bisschen neu sein soll. Oh, können wir das nicht ändern? Ich sehe da nichts. Oh, das sind so Brillen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte ja eigentlich sehen, ob sich das jetzt die Frisur ändert. Vielleicht müssen wir wieder hier zu Kostüme gehen. Oder zu royale Kleidung und dann das da ändern. Weil ich glaube, ansonsten ändert sich das nicht. Vielleicht ist es auch verbuggt. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. So, Outfit ändern, royale Gewänder. Das ist total komisch, dass man da so drücken muss. Also mir wäre lieber, wenn man das nicht so drücken muss, sondern dass man da halt
auf neues Outfit drücken kann und dass man dann alles hat. Aber ich glaube, das geht nicht, weil das Spiel schon ein bisschen älter ist. Aber okay, damit müssen wir uns jetzt halt zurechtfinden und das machen wir auch. So, jetzt gucken wir doch noch mal in moderne Kleidung. Und dann gucken wir mal, was für Frisuren da sind. Oh, ich glaube, da sind gar keine. Deswegen hat das wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Okay. Jo, wir lassen es dann einfach mal. Ach so, das ist die Haarfarbe, ne? Okay. Komisch. Also eine Brille brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich in dem normalen gucken und gucken, ob wir da eine Frisur finden, die wir benutzen können. Wobei die Frisur ist ja auch okay, aber wir gucken mal, ob so ein bisschen was so besser passt als das, was wir jetzt haben. Oh, ich glaube, oder ich glaube, da funktioniert doch alles. Oh, das wäre so. Oh, das sieht man ja gar nichts. Ach, das sind verschiedene Frisuren. Okay. Okay, ich verstehe. Ach, das hat ja die Kuroki immer, ne? Diese Frisur. Ich guck mal, was wir hier so haben. Also das sieht auch ganz hübsch aus. Dann nehmen wir doch einfach mal das. Kann man das in verschiedenen. Ach, tatsächlich, das kann man in verschiedenen Farben haben. Okay. Wobei, wir nehmen einfach mal die klassische Kuroki-Frisur hier. Diese Vampirfrisur. Ich glaube, sie wollte das so wie Draculaura haben, aber Draculauras Haarfarbe hat sie ja leider nicht, ne? Das ist so schade. Weil Pink und Schwarz ist schon hübsch. So, jetzt sehen wir einfach so aus. Wie so ein Urlauber hier. Okay, gut. Gucken wir mal, ob wir noch mehr von diesen Birnchen hier bekommen. Das wäre nämlich super, super cool. Das wäre richtig cool. Es geht auch so schnell hier. Das ist richtig, richtig cool, wie schnell das geht. Aber ich weiß nicht, wo wir 8 Ball herbekommen. Vielleicht, während hier die Birnen wachsen, probieren wir mal. Halt. Probieren wir das mal. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir so ein paar 8 Bälle. Ach, guck, tatsächlich. Der 8 Ball ist hier drin. Okay. Wir können nachher weiter für die Birnen farmen. Jetzt sollten wir erstmal die Schriftrolle fertig machen, die wir gerade haben. Aber wir haben so viel Glück. Nicht so wie bei Onyx. Da hatten wir so kein Glück. Oder die Kuroki hatte so kein Glück. Wir hatten da schon ein bisschen mehr Glück. Okay, Elektrobits hat sie ebenfalls. Also ich finde, wir haben das ganz schön eingerichtet. Was findet ihr? Okay, ich glaube, hier ist was drin. Tatsächlich. Okay, jetzt haben wir fast genug für den 8-Ball. Ich weiß nicht, wie es mit den Saphiren aussieht. Da müssen wir einfach mal nachgucken. Oh, das ist so ein bisschen dunkel hier, ne? Es ist viel zu dunkel. Okay, aber hier sollte es dann gehen, glaube ich. Okay. 8 Ball. Saphir haben wir 12 und 8 Ball haben wir ebenfalls 12. Ich weiß, hier ist es ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, dass es ein bisschen heller gleich wird. Und tatsächlich, es wurde ein bisschen. Also irgendwie will es nicht. Ah, jetzt will es. Okay. Ich habe mich schon gefragt, was da los ist, Mensch. Okay, wir haben jetzt eine Schriftrolle fertig. So. Reden. Hey, Kuruke, hast du eine Schriftrolle fertig? Ja, wir haben die hier fertig, ne? Ich hatte gehofft, dass wir die Saphire für uns behalten können. Sie sind so hübsch. Jo, Lindsay, vielleicht können wir nachher noch mehr holen. Aber jetzt gerade nicht, ne? Jetzt gerade nicht. Blockhüttenverkleidung, Blockhüttentür, Holzplattform, Blockhüttenfenster mit Abdeckung, Holzsäule, Pyramidendach, Candys natürliche Hausfarben. Okay, also ich glaube, jetzt können wir gucken. Was ist denn das für eine Liste? Ach, das war das hier mit dem Robofisch. Okay. Ich glaube, jetzt können wir schon anfangen zu bauen, ne? Okay. Vielleicht können wir hier so ein bisschen das so
hochgehoben machen? So ein ganz kleines bisschen. Vielleicht wäre das nicht so schlecht. Da hat sie so eine kleine Terrasse hier. Ich finde, das ist eine gute Idee. Was denkt ihr? Ist das so eine gute Idee oder würdet ihr das nicht so machen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Wie sollen wir denn da hoch? Ach, da geht man so hoch. Okay. Okay, hab's schon gesehen. Ja, gut, jetzt brauchen wir natürlich noch hier so einen Basisblock, ne? So. Klappt das oder schwebt das? Ich glaube, das schwebt. Warte, machen wir das einfach so, ne? Einfach so ein Basisblock. Dann noch so eine und dann brauchen wir noch so ein Dach hier. Pyramidendach. Das möchte sie, glaube ich. So. So, dann haben wir hier einen mit Blockhüttentür. Und dann brauchen wir hier, glaube ich, noch... Ach ja, so eine Holzsäule. Oh, hoppala. So eine Holzsäule hier hin. Und hier hin, dann machen wir das natürlich hier auf alle Seiten, damit das so passt, so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, wo wir das hier am besten hinstellen. Ja, vielleicht so, dann passt das halt, ne? So ein bisschen. So. Dann das da noch hier rüber. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Hier rüber. So, so ist das ganz okay. Dann brauchen wir aber noch Fenster. Die habe ich ganz vergessen. Solche Fenster hier. Es sieht so ein bisschen nach Ferienhaus aus. So ein ganz kleines... Oh, das ist falsch. So ein ganz kleines bisschen. Vielleicht möchte die DJ Candy einfach mal ein Ferienhaus haben. Deswegen wollte sie das so. Kann ich verstehen. Würde ich auch haben wollen. Weil so sieht das ja ganz hübsch aus, ne? Okay, Ach so, wir brauchen hier noch was so mit Party. Und natürlich hier noch so einen Zaun. Das wollte sie ja ebenfalls, ne? Okay, dann machen wir den Zaun mal hier einfach hin. Boah, das wird jetzt eine Weile brauchen, du. Die hat so viel Zaun, oder wir haben so viel Zaun hier. Dass es ja schon nicht mehr witzig ist, ne? Okay. So. Aber zumindest passt es, weil hier kann man leider das nicht so machen, wie die Kuroki das gemacht hatte, wo das so einfach geht. Oder wie bei, sage ich mal, bei Sims 2, wo das auch so einfach geht. Hier geht das leider nicht so einfach, dass es passt. Aber dann hat die hier so ein Ferienhaus. Und ich glaube, dann passt das. Also dann ist das okay. Dann hat sie hier so ihr eigenes kleines Revier und so, ne? Damit das halt passt und hübsch aussieht. Ich glaube, das ist falsch rum. Das macht aber nichts. So. Müssen wir die Kamera hier drehen. Wir brauchen auch noch was mit Spaß. Und das machen wir auch gleich. Aber natürlich jetzt erstmal hier so. Genau, hier kann sie dann reingehen. So an der Seite so. Und dann gucken wir mal. Huch, huch. Huch, ich drücke die ganzen falschen Tasten schon wieder. Genau, dann gucken wir mal. Sie wollte hier was mit Spaß. So ein Whirlpool zum Beispiel, ne? Das Einzige, was wir brauchen, ist halt so eine Wasserpumpe. So. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das schwebt irgendwie. Okay, genau. Wir brauchen so eine Wasserpumpe. Wir brauchen Spaß 5. Okay, aber erstmal jetzt hier so eine Wasserpumpe, ne? Okay, wo haben wir denn das? Wo hatten wir denn dieses Wasserzeug? Ach, hier so eine Wasserpumpe. So. Es sollten wir vielleicht so. So hin. So hier unten. Oh, das braucht sogar Strom. Boah, wir brauchen ja alles hier. Aber ich weiß gar nicht, wo wir den Strom hierher bekommen. Vielleicht von so einem elektrischen Generator. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Funktioniert der? Ich hoffe. Ich hoffe, der funktioniert. Hey, ich hoffe es. So. Ich glaube, der funktioniert nicht. Vielleicht gucken wir mal. Nö, das war es nicht. Joa, das war es schon. So. Und dann... Und dann glaube ich so.
Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das geht nicht so mit dem Verbinden. Ich glaube, da brauchen wir schon das hier, die kurze Achse und so, ne? Ansonsten könnten wir den Generator. Okay, also das mit dem Swimmingpool wird, glaube ich, nichts. Ja, schade. Ansonsten hätte sie so ein tolles Paradieshaus haben können. Wo ist das jetzt hin? Ich wollte doch nur einen Teil löschen und jetzt ist das ganze Teil weg. Also irgendwie klappt heute gar nichts, Mensch. Okay, so, jetzt einmal die Plattform hier. Oh, jetzt ist die Plattform natürlich falsch rum. Die Plattform hier wieder hin. Genau. Und dann hier das da. Und dann klicken wir hier und dann müssen wir hier natürlich noch alles jetzt wieder hin tun. So. Und einmal noch so. Genau, und dann gucken wir. Ich mache das so übrigens, weil ansonsten habe ich da so ein bisschen Probleme. Wir machen das übrigens so. Dann haben wir hier noch. Genau, dann wollte sie noch Spaß haben. Vielleicht so ein kleines Lagerfeuer hier. Ups, ich meine natürlich hier. Vielleicht so ein kleines Zelt hier hin. Vielleicht brauchen wir nochmal so ein kleines Lagerfeuer. Nochmal so ein kleines Lagerfeuer hier. Dann können wir das eigentlich wegpacken. Dann gucken wir mal, was wir hier noch hin tun könnten. Eine Stereoanlage, das klingt doch gut. Ich glaube, das würde zu der DJ Candy passen, so eine Stereoanlage. Und dann, dann einmal so ein Hightech-Sofa, damit die hier einfach so sitzen kann und ne, hier so faulenzen kann und so. Ich wollte aber noch, bevor wir aufhören, ich wollte hier noch was anstreichen. Und zwar hatten wir hier irgendwo Candys Farben. Ich weiß aber gerade nicht wo. Vielleicht benutzen wir einfach mal. Ach, Grashütte. Okay. Okay, so. Das war Schweinefarm. Ich glaube nicht, dass. So. Okay, dann brauchen wir noch mehr Holz. Geht das? Ich glaube, das geht nicht. Okay, dann nehmen wir einfach halt das Holz hier, ne? Das da. So, so. So. Oh, wir können sogar das Sofa einfärben. Wow, das machen wir dann auf jeden Fall noch. Das machen wir total schön für die DJ Candy, damit die sich einfach freut, ne? Okay. Boah, wir haben aber keine Essenz mehr. Gut, dann machen wir jetzt noch eine. Einmal hier. So blau. Für dieses Sofa. So. Dann sind wir fertig für die DJ Candy. Huch, ich will mit dir reden. Wow, du hast echt ein Haus gebaut. Gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Saphir hat dir einen total abgefahrenen Kopfschmuck. Du findest ihn in moderne Kleidung. Okay, cool. Gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Was meinte sie gerade? Oh, es ist ein bisschen leer hier, ne? Voll krass, hier ist ja gar nichts drin. Wie langweilig. Wir brauchen voll die lustigen Sachen, damit sich DJ Candy nach ihren Gigs so richtig entspannen kann. Hier ist eine Schriftrolle, da stehen alle ihre Lieblingsfarben drin. Glaubst du kannst damit was anfangen? Oh wow, wir brauchen neue Fische. Diese Schriftrolle umgibt eine saubere und natürliche Aura. Sammle schnell alle Essenzen, um zu sehen, was sie freischaltet. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Sie ist ein bisschen länger geworden, aber das macht ja nichts. Das war's jetzt von mir, Frankie. Ich sehe euch in der nächsten Folge. Und vergesst nicht, dass ihr noch abstimmen könnt, was ihr gewinnen wollt von der Verlosung von Kuroki. Und ja, tschüss!